Gute, ihr lieben Maker-Nein, da ist er endlich fertig. Ja, ich habe mich getraut, den mal fertig zu bauen und fertig zu bemalen, zu lackieren. Hast du nicht gesehen? Hat lange genug gedauert. Ich habe schon 3 oder 4 Mal versucht, ihn so ganz normal zu kleben und er ist immer wieder rumgekippt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch jetzt noch ein bisschen nervös. Wenn ich hier sitze, also ich traue der ganzen Sache nicht. Ihr seht, ich habe ein Stück ABS reingepackt. Und habe das noch mit dem PLA-Kleber vorher noch ein bisschen angedotzt, weil die Chemikalie, habe ich die Vermutung, auch ein bisschen ABS auflöst. Das habe ich beim letzten Mal gesehen, da dann entsprechend der Rand rundherum auch langsam schwarz geworden ist. Und das ist für mich ein Zeichen, dass das ABS auch aufgelöst wird. Und ich hoffe, dass das jetzt eine Verbindung irgendwie in irgendeiner Art und Weise eingeht, dass man das Ding wirklich irgendwie mal transportieren kann. Zumindest mal von hier nach da oder sowas in der Richtung, dass es nicht mehr ganz so leicht umkippt. Und dass die Stifte, die jetzt da verbaut sind, entsprechend auch dafür sorgen, dass der einfach so hält, wie er jetzt gerade da steht. Und nicht mehr einfach so die Biege macht. Und ich den auch mal wirklich über Nacht in Ruhe stehen lassen kann, ohne mir Sorgen zu machen. Und in Ruhe schlafen kann. Genau. Ihr seht, ich habe es gestern schon angesprochen, ich habe mir eine Airbrush dafür besorgt. Ich habe auch, um die Hand zu lackieren oder zu brushen, habe ich hier die Farbe einfach ab ganz dreist, wie ich bin, in den Kanister hier oben reingesprüht, in den kleinen Behälter hier oben. Das war eine Sauerei, ja, macht man normalerweise nicht oft, aber ich wollte halt genau diesen Farbton halt drauf haben. Und da kommt jetzt gleich noch ein bisschen Clear Coat drauf, also so ein bisschen Klarlack nochmal eine Schicht drüber, weil der ist momentan noch relativ matt und der soll später natürlich glänzend werden. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis recht zufrieden. Ich bin natürlich mit den Fingern jetzt hier hinten auf der Rückseite entsprechend ein bisschen auf diese weiße Fläche drauf gekommen. Die werde ich vielleicht morgen oder so, wenn es ausgehärtet ist, nochmal ein bisschen nachzeichnen. Aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden, wie das Ganze rausgekommen ist. Auch die Base hier unten hat den letzten Sturz gut überlebt erstmal, als der da rumgekippt ist. Allerdings hat er hier irgendwo in dem Bereich dann rote Streifen hinterlassen. Die habe ich jetzt erstmal ein bisschen weggeschliffen, habe dann die Stelle nochmal mit einem weißen Airbrush gebrusht. Und ich muss sagen, es sieht richtig geil aus, weil es halt wieder richtig schön sauber, ordentlich aussieht. Klar, man könnte jetzt noch hingehen, könnte hier die ganzen kleinen Bereiche zwischendrin noch ein bisschen mit so einem hellen Grau oder sowas einbrushen, dass das Ganze so ein bisschen dreidimensional noch wirkt. Aber ich bin froh, dass er jetzt momentan da so steht, wie er da steht. Das war schon ordentlich Arbeit und hat auch ordentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Wenn ihr solche Projekte gerne öfter sehen würdet, also in Bezug auf Airbrush, dass wir uns eine Figur oder irgendwas schnappen und das Ganze airbrushen, schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Den Link zu diesem Set findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und da nochmal danke an Blacky, der hat mir nämlich das Ganze soweit empfohlen. Mit einer kleinen Änderung. Ja, also das ganze Set hier von Sparmax ist an sich ganz cool, ja, aber ich mag die Pistole nicht, die dabei war. Und aus diesem Grund habe ich mir dann hier wirklich eine Harder und Steenbeck Ultra ist es, genau, Airbrush-Pistole mitbestellt. Und habe auch noch einen Satz Farben mitbestellt, und zwar die von Vallejo. Das sind die Game Colors, die gab es bei Amazon, Link packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, relativ günstig. Ich habe mir sagen lassen, dass die Farben recht gut sind und dass die auch angenehm zu verarbeiten sind. Ich kann bis jetzt noch kein Gegenteiliges behaupten, weil ich habe bis jetzt nur 1-2 Mal sowas gebrushed und was angemischt und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Genau. Warum ich jetzt diese Airbrush mitbestellt habe, diese Pistole mitbestellt habe, ganz einfach, die von dem Sparmax-Set habe ich jetzt schon drüben liegen und kriege die so gut wie nicht sauber, weil die einfach so komplex ist beim Zerlegen. Deswegen bin ich ganz froh, dass sich die hier mitbestellt habe, weil die ist ruckzuck zerlegt und sauber gemacht und sieht danach aus wie eins. Und die von Sparmax, naja, ist nicht so doll. Aber man lernt dazu. Genau, geklebt habe ich das Ganze mit dem PLA-Clue. Nochmal als Erinnerung, alle, die die Box bestellt haben, werden so einen PLA-Clue in der Box drin haben. Allerdings eine kleinere als die hier. Da könnt ihr das ausprobieren. Und alle, die bei uns bestellen, die ersten 10 Leute, die bestellen, kriegen garantiert eine. Danach müssen wir gucken, wie viel wir noch übrig haben und verschicken die dann entsprechend mit den Paketen, die ihr bestellt habt. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann nicht morgen, sondern am Freitag wieder. Ja. Wir werden jetzt ein bisschen den Rhythmus wechseln. Wir werden wieder Montag, Mittwoch, Freitag machen. Dafür aber uns ein bisschen mehr auf die Projekte konzentrieren.
und nicht mehr so einen Daily Vlog machen. Dann habe ich gehört, das gefällt euch nicht ganz so oder ihr wollt einen eigenen Kanal dafür haben. Da muss ich mir noch was überlegen, ob wir dann vielleicht zwischendrin nochmal einen Vlog machen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Projekte und damit soll es auch dann weitergehen. In diesem Sinne, bis Freitag, bleibt gesund, happy printing!